Ja. Arr, ich bin ein Pirat. Da ist ein Brief. Da ist ein Brief, Chat. Ein Brief. Oh mein Gott. Aber ich kann ihn gar nicht sehen und lesen. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Chat, wir können es nicht lesen. Wir müssen einen trinken. Schnell, schnell. Auf in die Taverne. Kapitän Holler vom Waldsee kann nur drunk lesen. Ansonsten funktioniert das nicht. So. Auf zur Taverne. Hey, die Patina. Ihr seid wieder da. Es ist so schön, euch zu sehen. Sir. Knechtelbert war euer Name, richtig? Das ist richtig. So wie in die Patina. Aber das ist nicht mein Name. Hey, Patina, ich hab oben ein Zimmer. Wir können uns oben im Zimmer unterhalten. Ich bin erstmal hier, um was zu trinken. Ich auch. Ja. Ich hab Nacht durchgetrunken. Und heute Morgen zum Frühstück auch. Ja. Ich hoffe, es geht euch gut, Sir Knechtelbert. Mein Server genügt oder was? Nee, ich hab gerade ja Platz für Nachschub gemacht. Okay. Lasst uns reingehen, Sir Knechtelbert. Auf ein Bier. Bier! Chunk Might, mich dürstet es gar sehr! Aber ne, Patina, das alles zu ihren Ehren. Mein Name ist übrigens Kapitän Holler vom Waldsee. Nicht Lady Patina. Sie sind gar nicht Lady Patina? Nee. Ich bin Baybar, keine Lady. Wo ist Lady Patina denn dann? Wahrscheinlich in der Burg. Ungefähr da lang, ganz lange geradeaus, bis ihr die Burg erreicht. Nun dann, auf zur Burg. Auf zur Burg, Sir Knechtelbert. Chunk Might! Chunk Might! Ihr habt mich gerufen. Endlich. Ich brauche... Ihr habt mich geweckt. Ganz ja. Viel Alkohol. Aber geht's Ihnen denn gut? Ja. Ich hab noch nichts getrunken. Warte, gleich geht's mir gut. Vortrefflich, vortrefflich. Jetzt geht's mir gut. Nun. Oh, ich kann lesen. Ich habe einen ordentlichen Brand in der Kehle. Das ich habe die zwei Gestalten am Turm gesehen. Waren bewaffnet, weswegen ich mich versteckt habe. Sie kriegen noch Hausverbot. Die haben ganz schön geschleppt. Ich glaube, der eine war von hier und der andere vom Festland. Kenn ihn nicht mit Namen, aber egal. Jemand ist beim Toilettenhaus am Magierturm verbuddelt. Ich hoffe, du findest, was du suchst, Kapitana. Sage, BP. Wie kommt es eigentlich, dass der Müller auf eine Wolf reitet? Wer ist BP? Warum knurrt ihr uns da alle? Sie Pöbel. Was mit unserer Schatzsuche? Ja, immer leise. Ich bin heute aufgewacht und ich habe tatsächlich bei meinem Bett einen Hinweis gefunden. Ich habe gerade was getrunken in der Taverne, damit ich lesen konnte. Unterschrieben war der Hinweis mit B.P. Hast du eine Ahnung, wer B.P. sein könnte? B.P. B.P. Ja, mir fällt es auch nicht ein. Ich weiß nicht mal, wer mit bürgerlichem Namen P am Anfang hat. Ja, vielleicht ist es ja auch also B oder P. Eins davon ist der Nachname. Also nicht Weberlichingen. Nicht Grüße. Greifenberg. Ja. Mensch! Robert! Mensch, erschreckt mich doch, ich guck kurz so nach rechts, guck wieder nach links, da steht ein Obi da. Ich hab einen Hinweis bekommen von irgendjemandem. Anonym. Ja, Mensch, da. B.P. Seid gegrüßt. Behrensen. Ja, aber der hat KP. B.P. Nicht P? Melonia von... Nee.
Rätselwicht? Nee. Wir brauchen uns doch noch mal um. Warte mal. Patina? Guck mal, der Schmied, der heißt ja Teufelshammer. So. Der Schreiner. Gab richtig, nicht wahr? Ja, warte mal, die ganzen, die heißen doch alle hier von der goldenen, nee, heiligen, Gauche. Die nennen sich doch alle Brüder. Bruder. Ah, ja, Bruder. Heißt da jemand oder Philipp oder so? B-Punkt. Philipp? Ja, Philipp oder Paul vielleicht. Paul oder Paulus? War das nicht? Nee. Das Oberhaupt? Wie hieß das Oberhaupt? Ich hab mich mit denen nicht beschäftigt. Ich halte mich von Religion sehr, sehr weit fern. Nee, ich meine, der heißt irgendwas mit V. Meine ich. B-Punkt. B-Punkt. Ja, naja, was steht denn da drin überhaupt? Naja, da steht drin, dass ich. Das war wie eine Schaufel. Ich wollte zum Totengräber eine Schaufel ausleihen. Oder vielleicht kommt er ja mit und gräbt's aus. Da wurde was vergraben. Das schaffen wir doch noch vorm 19. Glockenschlag. Ja. Ey, aber wenn wir die Schaufel halt kriegen, ne? Besser. Die Schaufel ist, glaube ich, das größte Problem. Aber die Schaufel besorgen können wir ja trotzdem versuchen vor dem 19. und dann zur Kirche. Ja. Ja. Ey, lass es uns versuchen. Habt ihr jetzt Zeit? Magnus! Ja? Ja. Aber Magnus ist doch nicht Teil von uns. Wir sind doch... Nee, aber ich muss dem noch schnell was sagen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob man dem vertrauen kann. Doch. Ja, aber wieder einer mehr, mit dem man teilen muss, ne? Wollen wir los, oder was? Ja. Hätte ich gesagt. Ja. Auf. Auf. Dann beliebe er zu scherzen. Es kann sein, dass Christus zum Fluss gerannt ist. Familie. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ja. Ich geh mal gucken. Ja. Vater Valentin. Seid gegrüßt. Ich suche den Totengräber. Ist der hier zugegen? Vielleicht gleich bei der Trauung oder ansonsten auf dem Friedhof nachsehen. Ja, auf dem Friedhof war ich bereits und auch an seiner Hütte. Ich dachte, da er zu ihrer Gemeinde gehörte, müsse er sich hier aufhalten. Ihr habt ihn gefunden! Seid gegrüßt! Heilige Eingebung! Und könnt ihr mir sagen, warum es in meinem Hause nach Fisch stinkt? Vielleicht... Nein. Habt ihr etwas liegen lassen, was vielleicht den Geruch annimmt? Nein, das wirkt doch weit hergeholt. Dort riecht es wie diese Frau da. Aber auch erst seit vorhin. Also ich war vorhin an eurem Haus, Totengräber. Roch ist auch ein wenig mehr nach Tod und Verwesung. Ich war mit den zwei alten Säcken bei euch. Der eine ist fast auf dem Friedhof gestorben. Ich habe mein Bestes gegeben, aber dann hat er doch Wasser gefunden. Das könnte auch der Grund sein, warum es dort über ihn Fisch ist. Ja. Der Tod riecht nicht nach Fisch? Teilweise. Komm, noch warten, auf hoher See. Haben Sie schon mal eine Wasserleiche begraben, Herr Totengräber? Guten Tag, Fräulein Juliana. Guten Tag. Wie geht es euch? Hier ist keine Wasserleiche, also geht's mir recht gut. So freudigen Tage, wie könnte es da einem schlecht ergehen? Totengräber, habt ihr kurz? No, aber natürlich. Aber lasst uns vor der Tür sprechen. Ja. Euer Geruch verspestet diese Hallen. Ein klein wenig. Habt großen Dank. Estella, hör auf, diesen Leuten deine Steine zu zeigen. Die Hochzeit beginnt gleich. Ich brauche erneut eine Schaufel von euch. Eine Schaufel? Habt ihr eine Schaufel? Ich nehme eher eine stumpfe Axt. Ich nehme auch eine stumpfe Axt. Auf, auf!
Was wäre euch lieber, eine Schaufel oder eine stumpfe Axt? Eine Schaufel, aber zur Not nehme ich auch eine stumpfe Axt. So, kniet nieder, der Prinz ist der angekommen. So eine Schaufel? Weniger musikalisch. Es besteht so viel. Das ist die einzige Schaufel, die ich besitze. Dann würde ich die. Das Lied vom Tod. Dann würde ich die stumpfe Axt bevorzugen. Braucht ihr sie gerade? Nein, die könnt ihr nehmen. Oh. Aber ich brauche sie wieder. Ja, ich bringe sie euch in Bälde wieder. Vielen Dank. Dank. Falls ich euch nicht mehr antreffen sollte, würde ich sie an eurem vor eurem Haus in die Kiste legen. Wäre das für euch in Ordnung? Das wäre wundervoll. Okay. Dankeschön, Totengräber, für diese wundervolle stumpfe Axt. Auch wenn es keine Schaufel oder eine Spitzhacke ist, ist es doch mehr als genug, um meines Werkes nachzugehen. Ja, und sie ist wunderbar zum Löcher graben. Kann ich es kurz ausprobieren? Nun denn, so wollen wir die Kirche betreten und den Sinn. Ja. Oh ja. Sie spaltet. Sag ich doch. Gar gerade den Boden. Wir schaffen das. Nee, die Patina, was macht denn der schon wieder? Sag nicht, Sebert. Mein Name ist erneut nicht Lady Patina, sondern Kapitana Holler vom Waldsee. Sie sind schon wieder betrunken und verwechseln mich. Mein Fehler. Vielen Dank, Tonkleber. Ich hab schon wieder angefangen zu trinken. Hier ein Goldstück für eure Unannehmlichkeiten. Na, Dank. Das ist sehr hilfreich. Ich bin sehr arm. Ja, das dachte ich mir. Ihr lebt da hinten sehr einsam am Sumpf. Und es gibt nur Salzwasser dort. Ich glaube, wir müssen rein. Pöbel, nehmt Platz, die Hochzeit beginnet. Ich denke, müsst ihr verlockendes Angebot, oder? Aber zügelt euch. Tür ist auch offen. Ich würde ihn heiraten. Nun, ich glaube, mir ist nicht nach den Müller. Aber das Volk soll nicht immer der Sitz auf Wollen wir? Vater, was schlagt ihr vor? So entscheidet also mein König. Wer soll heiraten? Und Feuerhornschwein? Ja. Ist kein Problem. Lass uns am Rand davon schleichen. Dann komm. Der Diener doch bietet sich an. Mein Sohn. Mensch, Christus. Mitten durch. Hier los. Franz schläft. Nein, nein, ich meine mit der Lady Patina. Sofort, das ist ein königlicher Wow. Hier im Raum. Nun, liebe den Prinzen, ist ein königlicher alles Gute, Hauptmann. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gewagt. Und Prinz Franz hört mich. Hey, verschwinden in den Büschen. Oh ja, kann man noch ein Schluck genehmigt. Damit ich das wieder ordentlich lesen kann. Ihr wisst schon. Moment. Ja, aber jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wen heiratet, Mensch. Ja. Jetzt habt ihr mich richtig aus meinem Gossip-Talk rausgeholt. Ja, wirst du heute Abend schon noch erfahren beim Ball. Ich glaube nicht, dass da noch jemand heiratet. Ich weiß es auch nicht. Ja, denke ich auch. Ich auch nicht. Aber die ärmste Sau von allen ist immer noch der Müller. Ja, der Arme. Ja, das denke ich auch. Also. Wie verbleibt man nun? Ich lese gerade. So. Ja. Also das ist ein Brief, der lag einfach heute früh auf meinem Schiff. Von BP, wo wir ja noch nicht wissen, wer das ist. Habt ihr eine Idee mittlerweile? Ja! Mir fällt es wie Schuppen von den Augen. B-Punkt. Ja. Der Hafenmeister. Benno Papa. B-Punkt, P-Punkt. Benno Papa. Das ist der, oh mein Gott, das ist der Hafenmeister. Ja. 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 Ja, lass uns zum Magierturm und gucken, ob wir finden, wonach wir suchen. Ein Riesenschatz hoffentlich. Wir sollen jetzt... Hä? Der ist im Lokus versteckt, habe ich richtig verstanden. Ja, am Lokus, glaube ich. Gut, dass du eine Schaufel dabei hast. Wir können da einfach mal graben. Also, ich habe keine Schaufel, ich habe eine stumpfe Axt. Ja, gut.
Ja. Ja, damit kann man ja, so den Boden spalten. Kapitän. Ja, der Totengräber hat keine Schaufel. Der hat auch nur eine stumpfe Axt. Der spaltet den Boden. Ah ja. Und er hat auch keine zweite. Und keine Schaufel. Ja, na, der ist hauptberuflich mit Buddeln beschäftigt, ne? Ja, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ah. Ja, lass uns losziehen, oder? So. Ab durch die Mitte. Auf. Lass mich mal mit der stumpfen Axt hier. Ja, versuch mal da. Da so? Ja, nee, ein bisschen weiter hinten. Genau. Ja, vielleicht jetzt wieder ein bisschen weiter links. Ja. So, nochmal hier hinter ein bisschen suchen. Ja, vielleicht da. Vielleicht hier. Nee. Ja, auch nicht. Nee. Noch ein Stück. Vielleicht da. Ja. Entschuldigung! Entschuldigung! Ubi! Mensch, der kam aus mir raus! Der war in mir drin! Da ist was! Ja, hier ist was, ja! Hör dir, es hört sich auch ganz anders an! Ah, da ist es! Ja! Ups! Ja! Brief! Voll. Und Gold! Oh, das teilen wir uns auf, ne? Ja. Was ist? Die 50 sollten wir uns aufteilen! 25! Aua. Ah! Was? Das hat die Hälfte! Oje, oje, Hubi, es tut mir leid, die Schaufel! Ja, danke! Ja, aber wie teilt man die durch 3? Ja! Naja, Frau Kapitana, Sie hatten ja doch durchaus mehr zu tun als wir, ne? Würde ich sagen, der Christus, der kriegt 10. Aha. Ich krieg 10. Aha. Und ihr bekommt 5. Ja, sehe ich genauso. Ja, aber ich habe ja mehr zu tun gehabt, also muss ich ja mehr kriegen. Wie wäre es, wenn ich 15 behalte und ihr jeweils 5 bekommt? Aber du hast ja noch den Brief. Du hast ja noch den Brief, der ist ja auch was wert. Ein Brief war da auch drin. Weiß ich nicht, ich habe keinen Alkohol mehr. Es war schon wieder nicht mehr benebelt genug. Was? Natürlich. Okay. Aha. Ja. Das ist auch heißt von dem. Fass nochmal zusammen. Von dem. Ja, ich habe leise im Kopf gelesen. Also. Du musst den Brief umdrehen. Ja. Falls du das hier liest, das ist leider der Rest vom Gold. Mir ist nicht mehr wohl, seit der Magier im Turm haust. Vorsicht vor Bärenfallen in der Nähe. Oh, der Magier hat hier Bärenfallen. Danke für das Spiel, Christus. Ihr wart mir wirklich eine großartige Hilfe, ich sag's euch. Wir machen das so. Ihr kriegt vorher 10 und ich krieg 5. Das ist okay. Ihr habt mir so sehr geholfen und ich hatte ja das goldene Schwert, ne? Ah ja, das goldene Schwert. Mensch. Ja. Einmal 10 und nochmal 10. Nein. Frau Kapitana, hier. Behalt mal. Nee, nehmt es. Ich hab genug, ihr habt genug. Glaub mir, es ist alles. Also. Ja, gut. Okay. Ja. Gut. Naja. Ja. Hubi. Ja, gut. Ja, nimm. Ihr habt es euch redlich verdient. Ich hab so viel Geld und durch Schmuggel gemacht und durch Räuberei und Schantan. Die 10 Gold seien euch zu eurer Aufwände. Und ne? Ja, ist aber nett, dass du uns nicht ausgeraubt hast. Ja, ne?